Seit Sie Ihre großen Erfolge haben, waren Sie auf Tournee fast überall in der Welt. Ich kann mir vorstellen, dass Sie kein Privatleben mehr haben. Haben Sie nicht den Wunsch, einmal allein zu sein und vor allem nicht erkannt zu werden als Mireille Mathieu? Ou surtout de ne pas être reconnue comme Mireille Mathieu. Ich bin sehr glücklich, sagt Mireille, diesen herrlichen Beruf zu haben. Sie sind sehr jung, 19 Jahre. Das ist zum Beispiel die Zeit, in der man sich verliebt. Glauben Sie nicht, etwas Wesentliches zu versäumen? Am 22. Juli werde ich 20, erzählt Mireille. Es fehlt mir nichts, da meine große Liebe dem Chanson gehört. Aber vielleicht bin ich in irgendjemand verliebt, doch das ist meine Privatsache. Oui, c'est vrai. Vous venez d'une famille avec beaucoup des enfants. Sie kommen aus einer Familie, wo es sehr, sehr viele Kinder gibt. Ich glaube, dass Sie jetzt 13 Geschwister haben. Mireille erzählt, dass sie soeben einen kleinen Bruder bekommen hat. Sie selbst will zwar auch Kinder haben, aber nicht ganz so viel wie die Eltern. Mireille Mathieu, man nennt sie eine zweite Piaf. Was sagt sie selbst dazu? Es gibt nur eine Edith Piaf, sagt sie. Niemand wird sie je ersetzen können. Ich bin Mireille Mathieu. Ich weiß, dass ich noch viel zu lernen habe. Merci et au revoir, mes chers amis. Excusez-moi, on m'appelle. Oui, aber das ist für uns die Gelegenheit, mit Johnny Stark zu sprechen, dem Manager von Mireille. Monsieur Stark, was machen Sie die ganze Zeit da? Wie halten Sie das? Ein Radio? Nein. Kein Radio? Nein. Ein Tonband? Tonband, danke vielmals. Danke. Was hören Sie die ganze Zeit? Ich habe es immer schon so nebenbei gehört. Das sind die nächsten Lieder für ein großes Schallblatt von Mireille. Je reste de vous. Ich war auch sehr... Er ist so charmant, Johnny Stark. Eine Frage an Sie als den Manager von Mireille. Glauben Sie, dass man den Erfolg eines Stars darauf aufbauen kann, dass er nur Nachfolger ist, wie man sagt, Mireille von Edith Piaf? Ich weiß, dass Sie das interessiert, aber man kann einfach keinen Vergleich ziehen. Die Piaf war die ganz große Dame des Chansons. Sie war über 40, als sie starb. Mireille ist 20. Man kann sie einfach nicht vergleichen. Aber trotzdem glaube ich, dass man etwas am Ruhm eines Stars, eines Sängers machen kann. Ich glaube, dass der Manager sehr, sehr wichtig ist. Und Sie haben sicher sehr viel zum Erfolg von Mireille beigetragen. Vous avez fait le succès de Mireille, je crois. Nein, ich habe zum Erfolg beigetragen. Er ist kein Zauberer, behauptet er. Ich bin nicht ganz sicher, ja? Nein, wissen Sie, wer Mireilles Erfolg gemacht hat? Und wissen Sie, wer den Erfolg aller Stars der Welt macht? Das ist das Publikum ganz allein.